Moin Freunde, oder besser gesagt guten Abend aus Japan. Herzlich willkommen in Osaka, wo immer noch der erste Tag meiner Ankunft ist und ich bin voller Tatendrang. Ich werde zwar die nächsten 2 Monate hier in Japan sein, habe aber das Gefühl, ich muss sofort alles erledigen und dachte mir, ey, wenn ich jetzt schon mal hier bin, kann ich theoretisch einfach mal eine kleine Roomtour machen. Das wird ein sehr kurzes Video. Ja. Ich wollte euch einfach mal zeigen, wo ich untergekommen bin. Ich blende hier mal auf der Karte ein, wo das ist, wie das heißt und so weiter. Und vielleicht ist es ja was für euch. Es kostet, glaube ich, 36 Euro. Ich schreibe es nochmal dazu. Ich wollte einfach mal eine kleine Roomtour mit euch machen in diesem Mini-Airbnb, um euch vielleicht eine Möglichkeit zu geben, bei eurem nächsten Aufenthalt, wenn ihr zum Beispiel das erste Mal in Japan seid, einfach mal ein Gefühl zu bekommen, wie ist es wirklich, wenn man vor Ort ist in einem dieser Apartments oder vielleicht ist es auch einfach eine Alternative zu dem, was ihr gebucht habt. Es ist mitten im Nichts, aber es ist zumindest eine Station vom Kansai Airport weg und deswegen habe ich es auch gebucht. Ich bin heute angekommen, bin hierher gekommen, um dann morgen weiterzureisen. Für mich war es also perfekt. Die anderen Dormitories, die wollte ich nicht. Ich wollte ein Einzelzimmer und deswegen heute die Chance, euch das mal zu zeigen. Das ist also mein kleiner Raum, den ich habe. Wie gesagt, solltet ihr zum Beispiel noch nie in Japan gewesen sein, so ungefähr könnte das Ganze aussehen. Das sieht natürlich mit dieser mächtigen Weitwinkellinse jetzt noch viel größer aus, als es eigentlich ist. Aber es ist immer eigentlich mit einer Klimaanlage ausgestattet. In meinem Fall habe ich 2 Fenster. Eins habe ich aufgemacht. Bei dem anderen sind noch diese Schotten dran. Diese Schotten, nicht wundern, die könnt ihr aufmachen. Das ist so eine Art, ja, Taifunschutz, kann man sagen, beziehungsweise generell ein Schutz für die Fenster. Falls länger niemand im Haus ist, da habe ich die aufgemacht. Die kann man dann sozusagen einfach in so eine Verkleidung reinschieben, wenn man das Fenster aufgemacht hat. Ein kleiner Schreibtisch, ist es wirklich alles da, was man braucht. Man könnte hier tatsächlich entspannt leben. Und was richtig krass ist, es gab einfach als Willkommensgeschenk eine Uhr. Das ist eine, also eine Billiguhr, ist klar, aber die ist bis 10 Bar wasserdicht. Ich habe in all den Jahren, wo ich Airbnb gemacht habe, noch nie ein Willkommensgeschenk bekommen und schon gar keine Uhr. Also es ist echt krass, hier war einfach eine Uhr am Start. Mega lieb, ja, steht hier dran, vielen Dank. Das Ganze heißt hier Wakaru, Wakaru 3, also es gibt davon anscheinend noch mehr. Ja, Handtücher, alles da, was man braucht. Hier ist ein kleiner Schreibtisch, also man könnte sich hier tatsächlich auch für ein paar Tage einrichten. Es ist ein bisschen klein, aber es gibt natürlich auch noch einen Bereich, den man sich mit anderen teilt. Ich bin jetzt hier tatsächlich auch alleine, deswegen bin ich auch ein bisschen lauter, beziehungsweise kann hier einfach ein bisschen frei sprechen. Hier ist der ganze Eingangsbereich mit dem ganzen Zeug, was man braucht. Ja, Schlüssel von den Zimmern sind in Schlüsselboxen gewesen. Ich habe die 101 gleich hier am Eingang. Hier ist sozusagen der Eingangsbereich des Ganzen. Und das ist hier der Genkan. Das kennt ihr ja wahrscheinlich schon. Wenn nicht, dann einmal kurze Erklärung. Hier müsst ihr natürlich die Schuhe ausziehen. Nicht so wie ich, sondern so, nicht wie faule Leute, sondern so, dass man auch gleich wieder reinschlüpfen kann. Oder sogar bitte, so wie es da auch dran steht, die Schuhe hier verstecken. Ich bin jetzt alleine, deswegen lasse ich sie jetzt da. Man kann sie da aber natürlich auch reinmachen. Ja, zieht sich dann Hausschuhe an oder auch nicht, wenn man nicht mag. Ich mag jetzt nicht, ist mir zu heiß. Und dann kann man hier im Grunde in einem japanischen Haus auch loslegen. Das soll natürlich alles reinbleiben, ohne Straßenschuh-Schmutz. Hier haben wir das Badezimmer. Da muss ich jetzt kurz mal gucken, tatsächlich, wie das Licht hier angeht. Seht ihr mal, da entdecken wir sozusagen zusammen hier die Funktion des Ganzen. Okay. Hier, guck mal. Klack, klack. So, hier haben wir also das Badezimmer. Auch ganz typisch diese Einbausache, also das habe ich auch so schon 1000 Mal gesehen, so sah mein Apartment in Kyoto auch aus, ein kleiner Toplader hier zum Waschen. Es ist alles picobello sauber. Es ist alles mega sauber, also ihr könnt hier wirklich rangehen, wie ihr wollt. Es ist super sauber, der Spiegel ist geputzt, man sieht mich. Es ist wirklich tipptopp, du kannst nicht sagen, es ist eine kleine Hütte, hier haben sie ein bisschen offen gelassen, damit es nicht so heiß ist. Also man sieht auch hier die Sicherheit, das Haus ist komplett leer. Fenster sind aber offen, also du könntest hier im Grunde so leicht einbrechen, aber es macht halt einfach niemand. Dann haben wir hier eine Dusche. Oh, kommt sogar mit einer kleinen Badewanne. Sehr geil, auch ganz typisch, ja, dass hier so eine kleine Kante ist, wo es runtergeht. Da habt ihr eine Badewanne, würde ich jetzt natürlich nicht machen. Ist alles mit Elektronik auch regelbar. Es ist nass, deswegen gehe ich jetzt mal nicht rein. Aber hier seht ihr alles, was ihr sehen müsst. Da ist auch dann, wie gesagt, ganz normal Dusche. Shampoo und so ist auch immer da. Das sollte auch alles Standard sein. Guckt da mal in die Airbnb-Beschreibung, bevor ihr es bucht, dass ihr WLAN habt, dass ihr sozusagen eine Küche habt und so weiter, je nachdem, was ihr braucht. Das Ganze kostet 36 Euro. Man muss wirklich sagen, es ist absolut okay. Es ist nah am Flughafen eine Station und man kann zurückfliegen, wenn man möchte. Motion Sensor Light, also das geht hier auch automatisch an. Schaut mal, typisches japanisches Badezimmer. Hier natürlich die Schuhe anziehen, auch wieder so hinstellen, dass man leicht reinschlüpfen kann. Kennt er ja schon. Wenn er es nicht kennt, dann einmal kurz erklärt. Hier auch die Spülung, wo ich schon gerade dabei bin.
könnt ihr natürlich spülen und in Japan, also einmal für groß nach hinten, für klein nach vorne. Da sind zwei Zeichen dran, groß und klein. Wenn ihr den Hebel nach hinten dreht, ist für groß, nach vorne ist für klein oder beziehungsweise andersrum. Und dann läuft hier Wasser durch, da könnt ihr dann euch natürlich gleich die Hände waschen. Das ist so eine ganz praktische Geschichte, die es in jedem japanischen Haushalt eigentlich gibt. Schuhe wieder ausziehen, ordentlich hinstellen, dass der Nächste sich nicht auf die Fresse packt und gleich reinschlüpfen kann. Und dann hier schön wieder zumachen. Genau, hier geht es noch nach oben. Auch faszinierend, da sind auch nochmal Räume. Also dieses ganze Airbnb-System, schon faszinierend, muss man sagen, wie das alles funktioniert. Und natürlich hier Küche mit einem kleinen schönen Noden hier auch noch getrennt. Kleiner Fernseher da, schaut mal, es ist alles wirklich sauber bis zum Get-No. Hier ist nicht eine Mücke, nicht eine Fliege, nicht ein irgendwas. Es ist alles blitzeblank, ja, du kannst nichts sagen, also es ist höchst reinlich. Es ist wirklich extrem. Kühlschrank ist leer, also es ist niemand hier und es war auch vor kurzem niemand hier. Das sieht man, es ist alles leer. Hier geht es noch in den Stuffraum, da darf man nicht rein. Hier war mal, das war mal ein Schrank. Das ist zu, okay, interessant. Aber ja, ein kleiner Sandbrookie, ein kleiner Ventilator, alles was man so braucht, Mikrowelle, Kaffee, das kann man sich alles nehmen, Reiskocher, Zerankochfeld, wie man es gewöhnt ist. Also man muss wirklich sagen, es ist wirklich ein gutes Airbnb. Es ist eine Option, wenn ihr, wie ich zum Beispiel, am Kansai Airport tatsächlich nach Hause fliegt oder vom Kansai Airport kommt, wäre dieses Apartment hier eine Option. Denn es gibt natürlich einige, es gibt auch einige, die besser sind für 2, 3, 5, 6 Euro mehr. Es gibt auch einige, die sind direkt am Kansai Airport. Hier kann ich jetzt nur von mir bestätigen, das ist ein gutes. Ja, hier gibt es keine Probleme. Beim Einchecken ist auch alles sauber gelaufen. Es ist extrem ordentlich hier, wie ihr seht. Ich bin jetzt hier sogar alleine. Das ist natürlich noch viel geiler, weil ich alles für mich selber nutzen kann. Klimaanlage ist da, mein Zimmer ist runtergekühlt. Von daher kann ich in diesem Fall dieses Airbnb einfach empfehlen. Wenn ich schon mal hier bin, dachte ich mir, mache ich ein Video, auch wenn es nur ein kurzes Video ist. Aber ja, herzlich willkommen in diesem kleinen Airbnb hier in Japan. Wie gesagt, solltet ihr Interesse haben, einfach buchen. Freunde, wir sehen uns im nächsten Video. Ich habe ja tatsächlich heute schon ein Walk-Video gemacht, ein Foto-Walk und einen Vlog und ach, was weiß ich nicht alles und was noch alles kommt. Also ich habe schon mal vorgelegt für die 2 Monate, die ich hier bin. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, haut rein. Ciao.